Nee, nee, geh mal weiter zurück. Der Manasse kommt, der ist zu breit. Der passt uns gar nicht aufs Bild. Ah ja, so ist perfekt. Hallo und herzlich willkommen zurück bei einer neuen Folge Wohnzimmer-Huddle. Bei mir auf der Couch ist heute mein Teamkollege Manasse Fitness. Ja. Erstmal herzlich willkommen von meiner Seite. Ja, cool. Ich freue mich, dass du gekommen bist. Ja. Wir haben viele Spieler im Team, viele interessante Charaktere, viele interessantere Werdegänge. Mhm. Deswegen dachte ich mir, du musst auf jeden Fall auch hierher kommen. Ja. Und freut mich natürlich umso mehr, dass du ja gesagt hast. Eine große Ehre, danke. Erstmal zu dir, stell dich mal vor. Ja. So, Manasse Sita, ich bin noch 33, ich werde dann 34 im Oktober. Und ursprünglich komme ich aus Simbabwe, Harare, die Stadt. Und ja, bin ich jetzt in Deutschland seit 2008. Und jetzt bin ich halt Deutscher seit 2018. Und ja. Danke nochmal für deine Einladung. Sehr gerne, sehr gerne. Ich freue mich, dass du da bist. Genau, meine nächste Frage an dich wäre, was hat dich dazu gebracht, nach Deutschland zu kommen? Ich dachte damals, ich habe einen Artikel gesehen in der Zeitung, dass in Deutschland gibt es wirklich gutes Leben und in Deutschland kriegt man auch dieses, Ausländerzuschuss. Und da habe ich mir gesagt, weißt du was, ich steige auf mein Boot ein und ich komme nach Deutschland. Und so bin ich nach Deutschland gekommen. Nein, Spaß. Perfekter Antwort. Perfekter Kontrast. Nein, zu unserem Spaß, letzten. Spaß, nee, Spaß, geil. Spaß, Spaß. Also, nee, das war 2000 und ich glaube 2007 hat das Ganze angefangen. Wir waren in Namibia mit einer Spielerkamerade von mir, Costa Dina. Mhm. Den kennst du wahrscheinlich, der hat damals beim Essien gespielt und dann AGH. Und der war dann zu Hause vor einem Spiel gegen Namibia. Und wir waren in Namibia und da haben wir dann einfach mal über Rugby geredet. Und Costa hat uns mal erzählt, wie das Rugby hier in Deutschland so ist. Und wir hatten auch ein paar Spieler aus England und wir haben auch ein bisschen ausgetauscht, wie ist das Rugby dort in England und so weiter. Und dann, Costa Dina hat mir dann damals gefragt, ja Manasse, guck mal, in Deutschland, es gibt immer Vereine oder Mannschaften, die suchen nach Spielern. Hättest du eigentlich Lust, irgendwann mal nach Deutschland zu kommen, wenn diese Möglichkeit sich ergeben? Habe ich gesagt, Costa, du, ich bin momentan noch zu Hause. Ich war damals noch in Südafrika, aber wenn die Anfrage kommt, wieso nicht? Und da war ich dann 2008 dann in Südafrika. Unsere Liga war dann fertig. Und dann war ich dann mal kurz zu Hause und dann auf einmal habe ich dann auf mein Handy gesehen, dass jemand ruft mich an mit plus 49. Ich dachte, was ist denn los hier? Vielleicht ist es meine Tante, genau. Aber dann meine Tante, die lebt ja in England und England ist plus 44. Habe ich gedacht, nee, eigentlich mal England ist eigentlich plus 44. 49 habe ich noch nie gesehen. Und dann bin ich halt ans Handy gegangen und dann auf der anderen Seite war Ramachandra Aital. Herr Aital war am Telefon und mit einer ruhigen Stimme. Ja, hallo, hier ist Ramachandra Aital vom SCN. Und ich bin hier bei mir im Wohnzimmer mit Costa Dina. Und wir haben wirklich viel über dich gesprochen. Und wir sind auf der Suche nach neuen Spielern. Und wir haben ein paar Videos von dir gesehen. Und wir haben auch hier deine CV gesehen. Und wir haben Interesse an dich und hättest du Lust, nach Deutschland zu kommen? Und so ist das Ganze halt zustande gekommen. Mhm. Ja. Und so bist du quasi dann zum SCN gegangen? Genau. SC Neuenheim ist auch noch dein jetziger Verein, stimmt's? Genau, ja. Also bist immer noch dort gemeldet, da steht immer noch dein Spielpass. Ja. Genau, ja. Und das war im Endeffekt dein Schritt, den du nach Deutschland gemacht hast? So ist es, genau. Übers Rugby? Übers Rugby, genau. Auch, übers Rugby, hast lange Zeit dann auch beim SCN gespielt? Genau, was heißt lang? Ich war beim SCN, ich glaube, 3 Jahre insgesamt. Also 2008 bin ich damals gekommen, nur vor 3 Wochen. Mhm. Und dann, ich musste wieder nach Hause gehen. Das ist ein Visumproblem wahrscheinlich, oder? Na, beim ersten Mal, das war nur so eine... War nur so ein Test? Testvisum oder so eine Tourist-Visum. Ah, ja, okay. Deswegen, das war auch schon klar, dass ich nach 3 Wochen wieder nach Hause gehen müsste. Aber dann nach diesen 3 Spielen, war eigentlich nur 1 gegen AGH, die waren dann mit mir zufrieden.
Und die haben mich gefragt, du, hättest du Lust eigentlich nächstes Jahr, das Folies-Jahr bei uns hier spielen zu können? Da habe ich gesagt, ja, natürlich, wieso nicht? Mhm. Und dann, damals habe ich dann so eine Deutschkurs-Visum bekommen. Mhm. Und dann war ich dann ein Jahr hier. Und dann nach und nach ist das Ganze halt immer mehr geworden. Mhm. Und jetzt weiter verpflichtet worden. Mittlerweile 11 Jahre jetzt. 11, 12 Jahre, ja. Und fließend Deutsch in 11 Jahren? Ach, fließend noch nicht, aber wir bestellen uns und Hände, Füße. Wir arbeiten dran. Ich arbeite richtig, dran. Richtig gutes Deutsch. Also ja, für 11 Jahre, dafür, dass man sagt, so Deutsch ist mit einer der schwersten Sprachen, ja, die man lernen kann. Ja. Und hat überhaupt gar keine Ähnlichkeit mit Englisch oder wie ist die Amtssprache in Zimbabwe oder bei dir? Shona heißt es. Shona. Das ist total eine andere Sprache. Ganz was anderes. Total und dann, was anderes. Dann Deutsch zu reden. Ich denke auch, genau, wenn du zu Hause bist und dann irgendwie mal so ein paar deutsche Wörter sagst, dass sie sich alle schlapp lassen. Genau. Manchmal auch, wenn ich zu Hause bin, ich rede mit meinen Töchtern zum Beispiel. Mama hört das auch manchmal, mhm, auf Deutsch, mhm, und die ist schon auch selber... Ja, überrascht, wie redest du? Dass wie du das auch so, genau, das ist Deutsch, ja. Aber du verkörperst das ja auch richtig. Es ist ja nicht nur, du verständigst dich so auf einer fremden Sprache in dem Sinne, sondern du hast ja auch Ausdrücke und sowas. Und da musst du ja schon irgendwie ein bisschen dich reingelebt haben, ich in das Ganze. Ja, ne? Das, du musst es ja schon ein bisschen fühlen. Ja, das stimmt. Also Hut ab auf jeden Fall. Danke. Auf jeden Fall davon. Danke, danke. Genau, wir haben schon jetzt beim Rugby werden. Du bist zum SCN gekommen 2007. 2008. Ja. Dein Rugby-Werdegang seitdem. Ja. SCN hast du ein Jahr gespielt, hast du gesagt? Am SCN war ich dann 3 Jahre. 3 Jahre insgesamt. Genau. Du meinst jetzt angefangen mit Rugby oder einfach neuer von Deutschland? Nee, du einfach mal von Anfang an. Du hast irgendwann mal angefangen mit Rugby. Genau, da war ich 14. Also bei uns, wir haben ja Primary School und man geht in diese Primary School für 7 Jahre. Das war ich dann von 7 bis 14 war ich in Primary School und damals, mein Sportart war immer so Leichtathletik, so 100 Meter, 200 Meter, Weitsprung und Hochsprung, das habe ich auch oft gemacht. Mhm. Aber dann auch sich dann dieses High School, dieses Wettbewerb war schon ein bisschen anders. Bei uns zu Hause, wir haben ja auch Jungs, die sind... Die sagen, die sind 17 oder 14, aber die waren schon 20. Und ich war damals dann 14. Ja. Und es gab so eine kleine Wettbewerb und war ich mit dabei. Und also in Primary School, ich war wirklich einer der Schnellsten, aber dann in High School, glaub mir, ich war wirklich der Letzte. Und natürlich, klar, diese Jungs, die waren wirklich 19, 20 schon. Ja, ja. Und die haben damals für die U14 gerannt. Und das war halt schon ein bisschen anders. Und da kam dann eine Trainer, meine ehemalige Trainer, erster Trainer, Victor Pecani heißt er. Und nach diesem Wettkampf, der ist dann zu mir gekommen und hat gesagt, ey du, ich habe dich gesehen beim Laufen, du bist schon ziemlich schnell. Und ich kann mir schon vorstellen, dass du auch beim Rugby wirklich auch hier gute Fortschritte machen kannst. Und ich dachte, du, was ist Rugby? Ich kenne Rugby eigentlich gar nicht. Krass. Und er hat gemeint, ja, am Dienstag und Donnerstag, wir haben immer Training, wenn du willst. Kannst ruhig mal auch mitmachen und habe ich mir gesagt, okay, nächste Woche komme ich auch noch dazu. Und dann war ich beim Training und nach dieser 1 Stunde, 2 Stunden, glaube ich, ich habe mich einfach mal in dieses Sport Rugby verliebt und seitdem habe ich dann angefangen Rugby zu spielen. Und damals, ich weiß noch, meine erste Position war eigentlich im Sturm, Hackler. Hackler habe ich angefangen, genau. Und dann nach und nach bin ich halt immer so nach hinten gegangen, so Hackler 7, habe ich auch 8 gespielt. Und ich weiß noch, ein Spiel, wir haben dann gegen eine andere Schule gespielt und dann habe ich den Ball halt einmal vom Getränke rausgenommen und dann bin ich wirklich mal durch alle weggelaufen, seitdem der Trainer sagt, nee, du spielst nicht mehr im Sturm, sondern spielst du da hinten. Und dann so bin ich dann in die Hintermannschaft gegangen. Und klar, mit 17 habe ich dann vor der Bundeswehr bei uns zu Hause, Army-Team gespielt, das war... Brutal. Also das Training dort, wir haben wirklich trainiert, damals so wie die Bundeswehr auch noch dazu. Und für mich, das war halt einfach mal dieses Introduction zum Club Rugby. Mhm. Und dann habe ich auch damals auch für die Polizei gespielt, nur ganz kurz. Und dann bin ich halt zu einem richtigen Verein gegangen. Mhm. Oderorians heißt es oder hieß das. Und dort war ich, glaube ich, so 2 Jahre dort. Und da ist halt einfach meine Karriere, was Rugby angeht, wirklich mal... Ja, auf eine andere Niveau gegangen, weil dort die Trainer, die waren besser, die Spieler, die waren besser.
Und dann war ich noch mal kurz in Südafrika. War das da schon professionell, wo du gesagt hast? Nee, professionell nicht. Semi-professionell. Aber das war semi-pro. Bezahlte, genau. So bezahlte trainermäßig, genau. Gutes Equipment. So ist es ganz, und genau. Du warst ja in deinem eigenen Platz. Und genau. So. Dreimal die Woche haben wir immer trainiert abends. Ja. Und das war wirklich richtig, richtig gut. Und dann irgendwann habe ich mir gedacht, ich brauche jetzt was Neues wieder, eine neue Herausforderung. War ich dann kurz in Südafrika. Südafrika war ich nur vor 6 Monaten dort. Okay. Und dann bin ich dann wieder nach Hause gegangen und dann. So bin ich dann schon nach Deutschland. Genau. Ja, krass. Ja. Und dann hier zum SCN. Genau. 3 Jahre gewesen. Ja. Vom SCN dann nach Pforzheim. Ah, genau. So, vom SCN. Ja, beim SCN, das war wirklich richtig cool. Aber dann, da habe ich dann meine erste Tochter bekommen. Und für mich, das war natürlich klar, okay, mit Rugby, irgendwann, es kommt auch zu Ende. Nach dem Rugby, was willst du denn machen? Und wie alt ist deine Tochter jetzt ganz gut? Die Elaine, die ist 9. Ja. Und die Kleine, die ist 5. So lange spielt sie jetzt doch noch. Also, wo du gesagt hast, jetzt ist Rugby langsam. Natürlich, klar, aber damals für mich, das war schon klar, mit Rugby irgendwann, es kommt einfach mal zum Ende. Ja, und ja. Danach, was willst du dann machen? Und ich hatte ja damals schon eine Ausbildung in, wie heißt das nochmal, aus Elektro für Autos, weißt du, wenn vorne irgendwas kaputt geht oder sowas. Mhm. Diese Ausbildung hast so du. So Mechanics. Ich, Mechanics, ja. Genau. Aber ich habe diese Arbeit oder diese Ausbildung damals auch später nicht so richtig. Ja, du hattest eigentlich keine Lust mehr drauf. Ja, du wolltest genau. Eigentlich was anderes. Aber so du hattest was in der Hinterhand. Das ist ja schon mal erstmal so ganz gut. Du hattest genau. Schon mal was. So ist es. Und dann hier habe ich einfach mal alles vergessen. Und für mich, das war natürlich klar, ich muss halt wieder was anderes anfangen, was anderes studieren, um halt eben hier in Deutschland Fuß zu fassen. Mhm. Und klar, für mich, Sport war immer so mein Ding. Und ich habe gewusst schon, ich will einfach im Sportbereich bleiben. Mhm. Und damals, das war nur die Frage aus Trainer, bei was, beim Rugby oder eher in Richtung Personal Training. Schwimmen. Und dann bin ich schwimmen. Aber schwimmen kann ich nicht, leider. Schwimmen ist nicht so mein Ding. Und dann bin ich nach Pforzheim umgezogen und Pforzheim, da war ich dann 7 Jahre. Und dort habe ich dann, so lange, krass. Genau, ja, ich hatte nicht in Pforzheim war wirklich nicht lange dort her. Und dann habe ich dann mein Studium angefangen. Dort. Genau, zum, was ist dann, Personal Trainer? Personal Coach, ja. Ja, Personal Coach. Genau. Das Ganze ging dann 3,5 Jahre. Bei der Saft und Beta Institute. Cool. Und das hast du wann abgeschlossen? Schon ein bisschen länger her? 2011 angefangen, 11, so 13, 2015 eigentlich. Da war ich wirklich mit allem fest. Und dann hast du schon angefangen, dort auch Klienten zu bekommen? Hast dich da als Personal Coach dann schon... Schon 2011. Schon 2011. Ich bin halt einfach mal dort in den richtigen Zeitpunkt gekommen, weil als ich damals diesen Vertrag bekommen habe beim Pforzheim, gleichzeitig dieses Studio, wo ich damals gearbeitet habe, Ruben K. Fitness Club, der hat auch damals selber mal Personal Trainings woanders gemacht und der hat dann dieses Studio dann aufgemacht. Und dann den Jens... Und da bist du schon reingerutscht. So ist es. Denn Jens hat gesagt, ey, das passt eigentlich ganz gut, dein Studium, plus ich gehe noch hier mal dir, der macht ein Fitnessstudio auf. Vielleicht mal, wir können das Ganze einfach mal so machen, dass du auch bei ihm schon anfängst, hier zu arbeiten. Und für mich, das war das beste Entscheidung, was ich dann machen könnte. Ich weiß noch damals, ich bin einfach mal in die Studie gegangen, mein erster Kunde, ich habe diese Dame wirklich platt gemacht. Ich habe diese Dame wiedergekommen. Die ist nie wiedergekommen. Nach dem Training, diese Dame sagt, okay, Ruben, weißt du was, ich brauche mein Geld, hier komme ich nie wieder. Tim, ich habe diese Frau wirklich platt gemacht. Warum? Weil ich habe ja damals gesagt, ich habe nur diese Erfahrung vom Rugby-Training gehabt. Die hat Boxjumps gemacht, die hat Backdrops gemacht, die hat Kniebeugen. Ey, die Dame war 49. Hat noch nie Sport gemacht. Noch irgendwie. Nie Sport gemacht. Aber Tim... You learn by doing. Ja, natürlich. You learn natürlich, by doing. Natürlich. Und für mich, das war wirklich einfach mal wow. Manasa, also jetzt, das ist wieder was wieder anderes. Ja, anderes, das ist ein anderes Level. Mal 8 Gänge zurückschalten, gell. Aber dann nach 7 Jahren, man ist nee, da hast du dann langsam. Und irgendwann ist man ein bisschen fitter. Cool. Genau, ja. Ja, ja, geil. Ja. Und dann hast du die hauptsächlich die Sachen in Pforzheim schon, das Personal Training angefangen. Genau. Hattest du auch schon ein paar Kunden, hast du jetzt auch noch sogar, glaube ich, gell? Du fährst schon noch nicht mehr so? Hattest du aber die erste Zeit zumindest. So ist es. Als ich dann, weißt du, in Pforzheim für mich, diese Stadt war wirklich nicht so eine coole Stadt, wo ich mir vorstellen könnte, um dort zu bleiben für immer. Du kamst ja auch hier aus Heidelberg, das ist ja und schon noch was ganz genau, anderes. Das ist ganz genau. Ich habe immer Heidelberg gekannt und für mich Heidelberg hier, die Leute, die sind anders, die sind freundlicher, die sind offener, das ist eher so eine Multikulti hier und Pforzheim ist ein bisschen anders. Ja, und meine Kinder, die sind auch hier und halt einfach mal dieses... dieser Weg, das war halt einfach für mich zu viel und irgendwann habe ich gesagt, nee, ich möchte wieder einfach mal zu meinen Kindern zurückkehren und ich möchte halt einfach mal dieses, für mich auch den Weg einfach mal in Heidelberg aufbauen und so bin ich halt zu der Entscheidung, okay gut, ich mache einfach mal den nächsten Schritt
Und dort in Pforzheim dann meine alte Kunden, die ich auch dort in dieser Fitnessstudio betreut habe, die haben dann mich gefragt, ey, wir wollen noch weiterhin mit dir trainieren, was für Möglichkeiten haben wir? Und damals unser Physio, den Hansi, der hat so eine Räumlichkeit gehabt. Und ich habe ihm gefragt, oh, Hansi, ist das in Ordnung, wenn ich meine Kunden auch hier betreue? Der sagt, nee, Manni, das ist in Ordnung, du kannst ruhig mal deine Kunden hier betreuen. Deswegen, als ich dann hier in Heidelberg war, habe ich dann noch weiterhin meine Kunden aus Pforzheim betreut, vor einer gewissen Zeit, aber seit Corona habe ich dann meine Kunden dann an Kollegen abgegeben, weil ich halt einfach mal jetzt mich einfach mal hier fokussiert habe. Fokussiert, ja. Genau. Und bist dann quasi von Pforzheim auch vereinstechnisch wieder zu Neuenheim gewechselt, zum Verein, der dich hierher geholt hat, wo du auch angefangen hast, in Deutschland Fuß zu fassen und so. Einfach mal alles wieder zurückzugeben, einfach mal so aus Dankeschön zu sagen. Cool. Und nebenbei hast du, war wahrscheinlich ein ähnliches Jahr, für Simbabwe auch noch gespielt für die Nationalmannschaft. Genau. Siebener. Ja. Hast auch ein paar World Series Turniere gespielt, als Einladungsteam, quasi als 16. Team. Ja. Wie war das? Wann hat es angefangen? 2014 oder 16, glaube ich. 16 war mein erstes Turnier. Ah, wirklich? In Dubai. Habe ich jetzt erst Highlights gesehen aus Hongkong, 2016, Manasa Fitness. Ja, das war dann, genau. Ja. Highlights, ja. Try Highlights, genau. 2016. Ja. So, ja. Dubai hat es angefangen, das war dann noch Dezember 2015. So, genau. Ne? Dezember 2015. So ist es, genau. Und in Dubai, da ist wirklich mal was Cooles passiert, was jetzt mein Business auch jetzt betrifft. Mhm. Weißt du, in Dubai, für mich, das war zum ersten Mal wirklich in so eine große Fliege reinzugehen. Und das war damals AA, was weiß ich, von Emirates. Mhm. Business Class. Und für mich, das war wow, geil. Geil. Tim, ich bin nicht geschlafen von Südafrika nach Dubai. Die ganze Zeit. Überall rumgeklickt. Überall rumgeklickt. Filme geguckt, Musik gehört und was weiß. Und die anderen, die haben gepennt und ich nicht. Und dann, als wir dann in Dubai waren, auf einmal habe ich dann einfach mal, ey, das war für mich eine andere Welt. Dubai, die Leute dort, einfach mal das Essen dort. Ey, ich habe gegessen wie eine Bekloppte. Nicht, dass wir zu Hause nichts zum Essen hatten, aber für mich. Was ganz anderes. Das war was anderes. Ja. Ich habe dann dort 5 Kilo zugenommen. Innerhalb 7 Tage. Ey, jeden Morgen, ich habe so einen Big Haufen Frühstück gehabt, Mittagessen, Abendessen. Und dann ein paar ältere Spieler sagen, Manasa, was machst du denn da? Sag mal, du lass mich mal essen. Ich muss ja essen, am Freitag muss man halt anfangen zu spielen. Und dann hast du wieder Hakler gespielt. Nee. Am Samstag, ich bin auf die Fahrt gegangen, 5 Kilo zugelegt. Und jetzt pass auf, unser erstes Spiel war gegen Fiji. Und wer stand vor mir? Wayseli Serevi, zum ersten Mal. Und für mich, das war ein Vorbild. Du kennst auch Wayseli Serevi, das ist halt der King von Siebener. Und jetzt stand er vor mir. Und der hat den Ball genommen und hat einfach mal einen einfachen Versuch hingelegt, weil ich einfach mal eben damals, ich habe einfach so viel Respekt gehabt. Mhm. Und für mich damals, mein Trainer sagt, Manasa, was machst du? Sag mal, Coach, was soll ich dann da machen? Das ist Wayseli Serevi, also ob ich dann hier... Der beste Spieler der Welt wahrscheinlich. Der beste Spieler der Welt, was soll ich denn da machen? Ja. Aber nochmal, learn by doing. Für mich, das war wirklich richtig cool, auch solche... Ja, gegen solche Spieler zu spielen. Mhm. Und damals auch gegen Neuseeland, gegen Südafrika, Vuyo zum Beispiel. Mhm. Habe ich auch gegen Vuyo damals gespielt. Und für mich, das war wirklich richtig geil. Und am Ende, ich glaube damals, wir haben Dubai gehabt, Hongkong, Schottland haben wir auch gespielt und Südafrika. Die waren so 4 Turniere, wo wir damals eingeladen waren. Mhm. Und das war wirklich coole Zeit, ja. Das war wirklich coole Zeit damals. Geil, cool. Wann hast du das letzte Spiel gemacht? Für Simbabwe 2016. 2016. Genau, in Monaco. In Monaco, genau. Stimmt, da haben wir auch noch gegeneinander gespielt. Genau. Krass, wir haben auch in 2016 auch in Hongkong gegeneinander gespielt. Genau. Ja, wir haben ein paar Highlights gesehen, die hauen wir mal noch ins Video rein. Ja. Sieht man mal, wie du. Ich habe nämlich vorhin gesehen, wie du einen Versuch gegen uns gelegt hast und so. Und dann wir waren direkt in der Gruppe, gell? Genau. Und Taffer auch da, der hat dann auch schon in Pforzheim gespielt und so. Genau. Das war ganz witzig. Und dann in Monaco nochmal 2016, genau. Ja. Stimmt, cool. Ja. Zimbabwean, they'll wrap around and then on a short, sharp, hard line, goes Zimbabwe, they took it through the... Boys are happy that it's gone back and claimed by Zimbabwe, and here they come, meet Stepka from their captain, from Manasa Sito rather, he is the speedster from... What? Millie needs to put the foot on the ball. Sitar steps again and over he goes.
when there was an opportunity for Tonga. They messed up the line-out. And here comes Zimbabwe, one more pass, could be a hat-trick. Manasa Sitta pins back his ears, and over he goes for a third try in this trophy final. What a stroke. Und jetzt, was haben wir jetzt, 4 Jahre später, oder letztes Jahr schon, ja. Hast du, jetzt spielst du für Deutschland. Für Deutschland, genau. Wie kommt das Ganze zustande? Du, eigentlich ganz, aber das komisch nicht, das war schon wirklich... Das war nicht so geplant, oder? Also nee, geplant niemals, nicht. Aber ich weiß noch, damals, Carlos, der ist damals zum Training gekommen, als ich damals in Pforzheim war. Mhm. Und der hat gesagt, Manasa, du, guck mal, wann hast du eigentlich letztes Mal für Zimbabwe gespielt? Habe ich ihm gesagt. Und er gemeint, du, weißt du, es könnte sein, durch dieses neue Regel, dass du auch für uns spielen kannst. Hättest du da Lust? Sag mal, Carlos, hier auf. Was laberst du denn da? Das wird niemals passieren. Ich habe ja schon vor Zimbabwe gespielt und das ist für Deutschland, wie soll das funktionieren? Aber da ist schon angefangen. Carlos, der hat das Ganze so eingedeutet sozusagen. Ja. Aber ich sage, Carlos, klar, wenn diese Möglichkeit kommt, wieso nicht? Und dann, als ich dann hier war, ich weiß noch, wir waren immer im Morales und Vujo war da und Manu Willem war auch noch da und wer noch? Ich glaube, Snako war auch da. Und das hat eigentlich in Bar Central angefangen. Und dann haben wir angefangen, hey Manu, jetzt mit Olympics, wie sieht das Ganze aus? Ja, letztes Mal, ich habe ja für Zimbabwe gespielt. Natürlich, klar, nach 1, 2 Bier, du weißt ja Bescheid. und Manu sagt, ja, das hört sich nach einem guten Plan eigentlich. War das letzte Mal nochmal für Zimbabwe gespielt? Habe ich ihm gesagt, okay, das sind dann ungefähr so 3 Jahre. Und das ist einfach mal dieses Olympic Qualifier, Jahr sozusagen. Ja. Okay, wenn du vielleicht mal hier einen deutschen Pass hast, das wäre natürlich auch für dich möglich. Für mich einen deutschen Pass zu bekommen, das war schon von Anfang an klar. Ich wollte das ja sowieso machen, weil ich glaube so 2015, ich wollte mit meinen Mädels Urlaub machen in der Türkei. Und für die, das war einfacher. Ja, eine Visa bekommen, das war richtig einfach. Aber für mich, das hat wirklich so lange gedauert. Mhm. Und am Ende, die haben gesagt, nee, du kriegst kein Visum. Ah, echt? Krass. Und ich habe so einen Hals gehabt. Warum kriege ich keine Visum? Ich fahre doch mit meinen Mädels dorthin. Ich komme ja wieder zurück hier. Ja. Nee, du kriegst keine Visum. Und für mich habe ich mir gedacht, okay, gut, in Zukunft, wie geht es dann weiter? Ja, meine Mädels sind hier. Ich habe natürlich einen Zimbabwe-Pass. Und wenn ich mit denen mal auch woanders gehen möchte, überhaupt in den USA, es wird immer und immer wieder Probleme geben. Deswegen, für mich, das war einfach mal diese Gedanken schon da. Okay, ich muss mich einfach mal einbürgern. Aber das war dann alles ein bisschen einfacher durch dieses Rugby. Der Manu hat auch mal jemanden hier kennengelernt, oder ich kennengelernt, der kannte ja schon unser Bürgermeister. Und ja, die haben auch natürlich auch mir geholfen, auch bei diesem Prozess deutscher Pass zu bekommen. Und ich musste damals einen Einbürgerungstest machen. Test machen, ne? Und was habe ich noch gebraucht damals? Ja, dann musstest du quasi so einen Deutsch-Test nachweisen oder genau, sowas, genau, habe ich auch gemacht müssen. Genau, und musstest vorweisen und sowas. Genau, du konntest ja damals auch schon Deutsch, du hast wahrscheinlich einfach nur noch den Papierkram gebraucht. Genau, ja. Und da musstest du wahrscheinlich noch diesen Test machen und denen irgendwie sagen, ja, was willst du hier machen und was weiß ich, was die alles wissen wollen, sowas. Ja. Und so bist du zu deinem deutschen Pass gekommen? So ist es, genau. Aber für mich, der Reiz war halt einfach mal Olympics. Ja. Für mich, das war, ich wollte immer, das war mein Traum immer. Und da habe ich mir gedacht, okay, mit Zimbabwe damals, das war wirklich so knapp. Ja. Und jetzt vielleicht mal mit Deutschland, das klappt ja. Und für mich habe ich gesagt, nee, diese Chance nehme ich ja. Mhm. Weil am Ende des Tages irgendwann sind wir 70, 80. Ja, und dann du denkst immer, ich hätte... Du hattest dir noch eine Chance, das zu probieren. Deswegen, das war wirklich für mich einfach ein Anreiz zu sagen, okay, ich komme, ich mache mit. Ja. Und das war wirklich die beste Entscheidung, die ich auch hier mal getroffen habe. Cool, auf jeden Fall. Ja. Auch interessant, so die Nationen dann zu wechseln, auch verschiedene Coaching-Stile und auch so Mannschaftsgeflechte und sowas. Kulturen zu erleben. Ich meine, wir haben oft auch mit Zimbabwe, sind wir auf Turnieren gewesen und es ist immer viel gesungen worden und sowas, alles immer relativ locker. Genau. Und dann kommst du im Endeffekt auch so zu den Deutschen in die Kabine. Ja, ich meine, wir kannten uns auch schon vorher eigentlich alle. Klar, und dann ist alles ein bisschen ernst und so alle gucken auf den Boden und so. Nee, aber... Und du wirst nicht immer der Einzige sein, ich mach's trotzdem. Genau. Ich versuch's. Ja, wie man das Eis bricht. Manasa bricht immer für uns das Eis. Genau. Nee, und seitdem bist du für Deutschland unterwegs. Was war das erste Turnier? War Europameisterschaft das erste, oder? Offiziell oder? Ja, Marcoussi oder was war das? 2000. Ich glaube, das war in Frankreich. In Frankreich war das die Toast, glaube ich, Toast.
Ja, das war aber noch, also es war noch so ein kein offizielles Punkteturnier. Ja. Das war dann Europameisterschaft danach wahrscheinlich, so, ja, oder? Genau, ja. Oder war das Russland oder war das Marcoussi? Marcoussi, genau. Marcoussi, ja, genau. Da sind wir dann gleich ins Finale gekommen. So ist es, das war genau. Das erste Turnier. Ja. Cool, ey. Ja. Aber nach Russland bin ich nicht mitgeflogen. Bist du nicht mit? Nee, damals dann hat immer geheißt, ich muss noch 2 Wochen warten oder 3 Wochen oder sowas. Ah, das bis war... Bis die 3 Jahre wirklich vollständig sein. Ja, waren. Ja, das kann, stimmt, das kann ja, sein, ja. Genau. Und dann danach warst du dabei. Exeter, warst du dann auch dabei? Mhm. Warst du auch nicht dabei? Mhm. Ach, du hattest dir deine Hand gebrochen dann nochmal, ne? Das noch dazu, ja. Du hattest dir nochmal deine Hand gebrochen, ja. Stimmt. Ja, ja. Mit ja. Daumen. Daumen. Ja. Krass. Ja, so ist der Werdegang von simbabwischen Nationalspieler, genau. Sagt man, zum deutschen Nationalspieler. Aber es ja. ist cool, auch, denke ich mal, die Erfahrung und wie wir eben schon gesagt haben, die verschiedenen Kulturen, auch ja. was den Sport angeht. Ja. Obwohl es ja trotzdem das ist, was man die ganze Zeit gemacht hat. Also man ja. kennt sich ja aus dem Rugby, weiß ja auch, wie es abgelaufen ist. Und ja. Ja, jetzt nur für eine andere Nation und für ja. andere. Ist cool. Aber Rugby bleibt immer noch Rugby. Eben, Rugby bleibt immer noch Rugby. Ist genau. immer noch ein Teamsport, muss immer ja. noch Siebener vor allem. So heißt es. Mit deinen Teamkollegen performen, sonst, ja. sonst passt es nicht. Da kannst du individuell sein, wie du willst. Ja. Du hast genug Erfahrung, du weißt es ja. selbst. Ja. Cool. genau, meine nächste Frage wäre, wie lange wirst du jetzt noch spielen? Was hast du dir für ein Ziel gesteckt? Ist eine gute Frage. Ja, nach dieser Covid-19, ehrlich gesagt, ich war auch bereit, einfach zu sagen, weißt du was, ich mache jetzt einfach mal so einen Cut, weil... ich wusste auch nicht mehr, okay, jetzt, wann wäre jetzt das nächste Turnier. Mhm. Aber mein Ziel war eigentlich jetzt, dieses Jahr nach Hongkong mitzugehen und wirklich da wirklich noch einmal alles zu geben. Mhm. Ich meine, alles zu geben und uns halt einfach mal ja, für die World Series qualifizieren und dann einfach dann sagen, okay, weißt du was, Jungs, ihr geht dahin, ja. ihr tut einfach das Ganze nochmal hier richtig Gas geben. Aber wie gesagt, Hongkong ist dann abgesagt worden und... ja, das ist natürlich die Frage, wie geht es dann weiter? Und, ja, dieses Jahr passiert wahrscheinlich sowieso dieses Jahr, gar es nichts wird natürlich nicht mehr so viel passieren. Deswegen, ich habe letztes Mal mit Clemi und Snug geredet und die hat gemeint, im September wäre vielleicht mal auch nochmal dieses Hongkong-Turnier dann hier stattfinden würde, aber das Ganze ist jetzt abgesagt. Nicht, ne? Deswegen, für mich, ich muss nochmal jetzt mit Sacho und ich habe schon mal kurz mit Damon geredet. Und ja, ich muss einfach mal gucken. Aber am Ende des Tages, weißt du, kannst nicht auf 2 Hochzeiten tanzen. Eben, klar. Entweder oder. Ich liebe noch dieses Sport-Rugby. Und für mich, ich sehe nicht nur so aus Rugby, sondern auch dieses Fitness. Ich mache das Ganze auch für mich, für meinen Körper. Ja. Und wenn ich mit euch trainiere, das ist halt für mich jeden Tag eine... Ja, ich liebe auch dieses Challenge. Ja, ja, ist immer eine neue Challenge. So ist es. Auch für dich selbst, wenn du sagst, du redest dich ein Jahr nochmal vor genau, auf so einem Turnier. Ganz genau. Ich sehe den Team da vorne und denke ich mir, kriegst du raus. Ich laufe noch dazu, ich sehe dich da vorne und dann denke ich, und für mich, das ist halt einfach mal, ich habe das immer gelebt. Ja. Und das sind einfach mal Dinge, die ich dann vielleicht mal hier vermissen würde. Deswegen, ich muss halt einfach mal gucken, ob das September oder Dezember, ich muss nochmal mit Snacko und Kleine reden. Ja. Gut, im Endeffekt, wenn du immer noch sagen würdest, würdest du das Hongkong-Turnier auf jeden Fall noch einmal spielen wollen, wäre dann, es wurde alles abgesagt, im Endeffekt dieses Jahr wäre dann für nächstes Jahr April, wäre dann im Endeffekt der Stichtag. Ist dann wieder wirklich mal, es zieht sich dann auch zu lang. Ich bin dann auch der Meinung, und das sage ich auch ehrlich, wenn man irgendwann, nicht, dass es so wäre, aber wenn ich in der Verfassung wäre, dass ich sage, jetzt ist irgendwann Schluss, dass ich trotzdem noch auf einem High aufhöre und genau nicht das. Hinten runterfalle und ich dann genau mit irgendwie wie ein alter Mann da rumkrebse, ich kann mich kaum noch bewegen. Das macht keinen Spaß. Alle haben mich in Erinnerung, als den, der alle Tackles verpasst, weil du so langsam bist, weißt du. Das macht keinen Spaß. Für. Schenk dir das Jahr, du hast seinen Spaß. Ja, und da hast du recht. Es hat Bock gemacht, alles. Ja. Ja, also bin ich ganz auf deiner Seite. Ja. Guck, wie es passt. Ja. Und schauen, wie es sich entwickelt. Man weiß ja immer noch nicht, ob dieses Jahr überhaupt nochmal Turniere stattfinden oder nicht. Ja. Weiß man nicht. Ja. Das eine oder andere. Ansonsten, wenn du Lust hast, spielst du immer nochmal wieder Bundesliga hin und wieder. Ja, aber da ist die Gefahr auch wieder, dass du halt dich verletzt, ist sehr, sehr groß. Ja. Dann weißt du, man denkt immer dann, vor was. Ja. Und dann bist du natürlich auch wieder lange, fällst du lange aus so oder irgendwas für deinen Job dann auch. Ganz gefährlich. Wo wir dann auch jetzt schon bei der nächsten und letzten Frage wären, was machst du nach deiner Karriere? Genau. Du hast es eben schon erwähnt, dass du diese Ausbildung gemacht hast, beziehungsweise auch schon angefangen hast, als Personal Trainer zu arbeiten. Ja. Bist jetzt in Heidelberg quasi hauptsächlich tätig oder bist hier quasi basiert, sagt man das? Ja. Basiert. Und hast hier deine meisten Kunden mit deinem Personal Training und deswegen auch die Verletzungsgefahr. Ja.
Und man muss auch dazu sagen, wir spielen 7er, wir spielen kein 15er. Und wenn wir mal unterwegs sind, dann sind wir gleich eine Woche weg oder zwei Wochen weg. Und deine Klienten sind es Klienten, sagt man. Ja. Die müssen dann zwei Wochen selbst trainieren. So. Aber du bist ja Personal Trainer, weil du sie persönlich trainierst und nicht, weil sie irgendeinen Plan von dir machen. So. Wahrscheinlich, aber du hast gesagt, die sind eigentlich ziemlich kulant, alles sind echt coole Leute, die du trainierst. Ja, aber irgendwann, es gibt auch wieder eine Grenze. Natürlich. Weißt du, irgendwann sagen, ey, du, weißt du, das ist ganz nett und gut mit dir, aber... Klar. Wenn du halt immer ständig weg bist, irgendwann, die haben auch keinen Bock mehr drauf. Und dann musst du an die Zukunft denken. Und das ist auch genau das, Wie du sagst, du kannst nicht auf allen Hochzeiten gleichzeitig nicht. Tanzen. Das geht und dann tanzt du lieber auf einer richtig, als dich irgendwie zu verbiegen. Ja, das stimmt. Cool. Ja, Manassa Fitness, ja. Instagram-Seite, wir verlinken es euch auch unten drin. @manassafitness_personaltrainer, Hashtag. Hashtag machen statt reden, genau. Machen statt reden. So wie wir es auch machen. Wir machen und reden. Ja, genau. Vielen Dank, dass du da warst, Mana. Nee, es hat mir richtig Spaß gemacht mal wieder. Nee, und trotzdem weiterhin alles Gute. Wir werden noch ein bisschen zusammen trainieren. Auf jeden Fall. Und auch für dein Personal Training, wenn ihr Interesse habt, Personal Training zu machen, ihr kriegt es alleine nicht hin oder irgendwas, ihr nehmt nicht ab und ihr schafft es einfach nicht. Ja. Geht auf Manassas Seite, da ist seine E-Mail-Adresse, da ist wahrscheinlich auch Handy-Adresse. Ja. Schreibt ihm eine persönliche Nachricht. Er wird sich sonst wieder bei euch melden, er hilft euch, kein Problem, Beratungsgespräch, Ernährungsberatung, alles drum und dran. Ja. Also wenn ihr wirklich gar nicht mehr weiterkommt und denkt so, okay, jetzt nur noch Fettabsaugung, lasst es sein, spart euer Geld. Nochmal ein Diät anzufangen, spart euer Geld, genau. Schreibt Money und dann fangt ihr da an und guckt, ob es klappt oder nicht. Ich gehe stark davon aus, dass es klappen wird. Natürlich, klar, es geht auch anders. Es geht auch anders und es ist wirklich ganz simpel. Man muss es nur machen. Genau. Und du hilfst den Leuten dabei. Auf jeden Fall. Vielen Dank, dass du da warst. Ja. Und sonst, was gibt's noch zu sagen? Wenn ihr Fragen an Manassa habt, auf seine Instagram-Seite, schreibt ihm einfach direkt persönlich. Er wird euch mit Sicherheit antworten. Ansonsten, er macht doch immer die besten Stories. Einfach mal reinschauen und folgen. Und ich würde sagen, vielen Dank fürs Zuschauen. Ja. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Eine weitere Folge, Folge, Wohnzimmer Huddle mit Manassa Fitness, aka Manassa Sita, aka Mani, aka Manfred Schwarzwald. Machen Schwarzwald. Leute, aus Schwarzwald, genau, Macht's gut, vielen Dank fürs Zuschauen. Dankeschön.